Das Patrick Henry Village oder kurz PHV wird der 16. Stadtteil Heidelbergs. 10.000 Menschen sollen hier künftig wohnen, 5.000 ihren Arbeitsplatz beziehen, so sieht es der dynamische Masterplan vor. Gemeinsam mit Partnern der internationalen Bauausstellung und natürlich den Bürgern möchte Heidelberg im PHV die Wissensstadt der Zukunft entwickeln, ein in allen Dimensionen nachhaltiges Quartier. Alle Bürgerinnen und Bürger Heidelbergs und dessen Nachbarkommunen können Anregungen, Hinweise und Ideen zum künftigen 16. Stadtteil Heidelbergs bis zum 15. Januar unter www.phw-mitsprechen.de einreichen oder am 12. Januar beim Bürgerfest direkt auf dem PHW-Gelände. Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung fließen dann in die Beratungen des Gemeinderates zum Masterplan ein. 2 Jahre lang haben wir uns jetzt damit beschäftigt, wie so ein Stadtteil der Zukunft oder vielleicht auch besser gesagt, wie wird denn das Leben, das Arbeiten, das Lernen in der Zukunft aussehen? Und ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass wir ganz futuristische Dinge da haben werden, Architekturen, die wir noch gar nicht kennen und dass da alles ganz, ganz anders sein wird, als das, was wir heute so sehen. Im Zuge der Arbeit haben wir festgestellt, wahrscheinlich wird es alles relativ genauso aussehen wie heute. Das heißt, das Aussehen ist nicht das Wichtige, sondern eher, wie ist die Kodierung, wie ist die Funktionalität, wo ist das Begegnen und welche Art der Begegnung wird man denn haben wollen? Wie wird das Arbeiten aussehen, wenn es sich immer stärker mit dem Wohnen vermischt, wenn Uhrzeiten keine so große Rolle mehr spielen, Mobilität und Digitalisierung Einzug halten? Das sind eigentlich die Fragestellungen, die uns jetzt beschäftigt haben. Und wir denken, wir werden auch für die Zukunft schlichtweg einen Stadtteil machen, der für die Menschen da ist, der ein gedeihliches Miteinander befördert. Ich glaube, das braucht es sogar mehr denn je, dieses Begegnen, dieses Miteinander. Denn in der Digitalisierung oder im Internet oder in den virtuellen Welten, da sind wir zwar immer irgendwie miteinander, aber auch ein Stück weit tatsächlich physisch einsam. Und wir haben festgestellt, dass es viele Trends gibt, die das aufweisen, dass dieses Miteinander, dass dieses Begegnen heute wieder eher eine größere Rolle spielt, weil man eben ansonsten durchaus auch in seiner eigenen Sphäre lebt und deswegen auch ab und an die Begegnung ganz dringend braucht. Naja, grün ziemlich viel. Wir haben ja das grüne Herz. Wir haben im Verhältnis zu vielen Städten, die wir so kennen, wo es in der Mitte ganz dicht wird und dann langsam bröselt es ab und geht dann irgendwann in die Peripherie und am Rand wird es dann grün. Das haben wir ja eigentlich umgedreht. Umgedreht haben wir es deswegen, weil der Gebäudebestand, den wir ja auch, wo es geht, erhalten wollen auf PHV, dass wir den sozusagen auch in Ruhe lassen können, dass wir ihn vielleicht mit Anbauten, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Ersatzbau versehen, aber ansonsten in einem grünen Kontext mit im Stadtgebiet haben wollen. Und die Ränder, die wollen wir dichter belegen, sodass die Leute, wenn sie irgendwo, ich sag mal, Freizeit, Erholung im Grünen suchen, nicht unbedingt in die Felder laufen, sondern eher in die Mitte gehen, weil da finden sie Freizeitmöglichkeiten und Grün. Und das befördert dann auch eben wieder mehr die Begegnung, auch eben im Freizeitverhalten. Die grüne Mitte ist sozusagen alles das, was in dem Parkway, das heißt, das ist diese große Bewegungsfläche, will ich es mal nennen, um das Wort Straße zu vermeiden, weil bei Straße denkt man immer so an Auto und da ist laut und da stinkt es. Nein, es ist sozusagen dieses Mobilitätsband, was sich durch PHV zieht, das umschließt eben diese grüne Mitte und diese grüne Mitte, wo aber auch gewohnt wird, wo es auch Arbeitsmöglichkeiten gibt, die gliedert sich von Nord nach Süd nochmal ziemlich elementar. Genau in der Mitte der grünen Mitte, also in Nord-Süd-Richtung gesehen, trifft ja auch die große Achse aus Osten in PHV rein und dort wird es sehr urban sein, da wird es eine Markthalle geben, da wird es eine Schule geben, da wird es sozusagen Lernen, soziale Einrichtungen und solche Sachen stattfinden. Nördlich davon wird es dann auch sogar einen See geben und richtiges, eine Parklandschaft. Südlich davon eben in den schon beschriebenen Gebäudezeilen, die wir weitestgehend erhalten werden, die dann von Grün umringt sind. Da wird sozusagen Freizeitverhalten mit Wohnen, mit Arbeiten sozusagen als vielfältige Begegnungsfläche angesiedelt sein. Ja, da müssen wir unterscheiden. Einmal die Mobilität in die Region, nach Heidelberg und so weiter rein, also in der Peripherie, und einmal die Mobilität im Gebiet.
Wenn man nach PHV will, dann wird man hoffentlich, so denken wir, mit der Straßenbahn fahren und es gibt auch noch eine Busanbindung, aber ansonsten gibt es 4 Straßenbahnhaltestellen im Gebiet. Derjenige, der aufs Auto angewiesen ist, kann natürlich auch nach PHV erstmal fahren. Dort wird es an den Rändern 4 große Parkhäuser geben. Dort muss man umsteigen. Man kann zwar auch ins Gebiet reinfahren, aber nur, um mal jemanden rauszulassen oder jemanden aufzunehmen oder, ich sag mal, den berühmten Kasten Bier abzuliefern. Aber parken kann man im Quartier nicht. Das muss man an den Rändern machen und dann gibt es die verschiedensten Mobilitätsangebote, die dann die sogenannte letzte Meile bewerkstelligen sollen. Da gibt es vom ganz normalen Fahrrad übers Lastenrad über natürlich den E-Tretroller, über Segways und so weiter. Also alles das auch, was wir als Mikromobilität bezeichnen, wird es da als Angebote geben, damit jeder genau das benutzen kann, was für seinen persönlichen Zweck gerade am angemessensten erscheint. Ja, wir sind natürlich äußerst neugierig, was die Heidelbergerinnen und Heidelberger von unseren Planungen halten. Wir haben jetzt die Online-Beteiligung scharf geschaltet, also eine Dialogplattform, wo man sich melden kann, wo man seine Meinung kundtun kann. Dann wollte ich noch darauf aufmerksam machen, dass wir am 12. Januar unser Bürgerfest ja auf PHV feiern, wo wir nicht nur die Neujahrsrede von unserem Oberbürgermeister hören können, sondern wo man auch allerlei Wissenswertes über PHV erfahren kann und wo man natürlich seine Meinung auch kundtun kann. Wir sind neugierig darauf und werden sorgfältig auswerten, was unsere Bürger uns zu sagen haben.